Der Tyrannosaurus Rex und der Spinosaurus bekommen ein Rematch im 2025 erscheinenden Jurassic World Sequel, Jurassic World Rebirth. Ja, ihr Lieben, in diesem Video hier quatschen wir einmal über sehr interessante News, über einen sehr interessanten Leak. Und wir gehen hier auch ein bisschen genauer ins Detail, deswegen hier kleine Spoilerwarnung. Sollte dieser Leak stimmen, hier gehen wir jetzt ein bisschen mehr auch auf die Szene ein, die jetzt hier preisgegeben wurde. Interessanterweise nämlich ist genau dieser Leak, den wir jetzt bekommen haben, von derselben Person veröffentlicht worden, die uns auch sämtliche anderen Informationen zum Film bereits vorab geleakt hat. Ich sage nur so viel wie Viruspandemie, die jetzt offiziell bestätigt wurde. Ebenfalls wurde von dieser Person eine Familie bereits vorab geleakt, die irgendwie auf einer mysteriösen Insel mit einem Boot entern soll. Das Ganze soll bei einem Vorfall mit einem mysteriösen Dinosaurier passieren. Ebenfalls wurde uns auch von dieser Person bereits geleakt, dass es in der Haupthandlung darum gehen soll, dass man wohl DNS-Proben von der Insel herunterschaffen möchte. Und das wissen wir inzwischen auch. Ja, das wird im Film passieren, zumindest wird das der Hauptplot mit sein, da unsere Protagonisten eine Art von Medikament zusammenschustern müssen, um dieser Viruspandemie vorzubeugen. Das heißt, sämtliche dieser Leaks bisher sind eingetroffen, bis auf einer. Die Person hat nämlich ebenfalls vom Auftreten des Spinosaurus gesprochen und von dem haben wir bisher nie wieder irgendwas gehört. Und obwohl sich das Gerücht wirklich hartnäckig im Internet hält, müssen wir ganz klar sagen, es gibt keine Indizien dafür, dass der Spinosaurus wirklich auftaucht. Deswegen wird das jetzt so interessant, deswegen lehnt euch zurück. Hört mir jetzt zu, ich erkläre euch den gesamten Leak und wie gesagt, wir gehen hier ein bisschen mehr auf die Thematik ein, denn die Person meint auch beschreiben zu können, wie die Szene ungefähr abläuft, die ich euch jetzt hier erkläre. Erneut Mini-Spoiler-Warnung, so ein Leak kann natürlich stimmen, aber vielleicht auch nicht, deswegen ja, geht hier auf eigene Gefahr rein, wir legen jetzt los, viel Spaß mit dem Video. Ja, ich weiß noch, als die allerersten News zum neuen Jurassic-Film irgendwie angedümpelt sind. Ganz zu Beginn, da gab es einige Leaks, von denen wir inzwischen sagen können, die kann man eigentlich belächeln. Das war schon witzig, dass wir uns dann darauf ebenfalls so eingeschossen haben. Denn ich weiß noch, wie die Panik ausgebrochen ist, wo es hieß, der neue Film heißt Jurassic City. Und es wird um einen Film gehen, der irgendwie in einem Großstadtdschungel spielt. Und wir haben uns doch alle gedacht, ey, boah, hört sich das extrem an, aber wir haben uns auch gleichzeitig alle versucht, das irgendwie schön zu reden. Wenn ich mir so die alten Videos mal anschaue und auch die Kommentare von euch und dem, was ich dazu sage, irgendwie haben wir alle so versucht, mit ganz verkrampften Augen zu sagen, ja, hört sich erstmal blöd an, aber das kann ja auch cool werden. Ich meine, es gab ja schon Filme in der Stadt, die ganz cool waren, das gibt's ja. Existiert da draußen. Und dann haben wir mitbekommen, dass ein Regisseur, ich habe den Namen jetzt hier nicht mehr auf dem Schirm, auf jeden Fall ein sehr bekannter Action-Regisseur, die Regie vom neuen Jurassic-Film übernehmen soll. Und das war wirklich der Moment, wo doch alle angespannt waren. Aber wir haben immer noch gesagt, naja, Filme wie Bullet Train sind zwar actionreich, aber die sind auch irgendwie gut. Und es gibt gute Filme mit Action, die Städte beinhalten. Dann irgendwann kam die große Erlösung und es hieß, nee, nee, Gareth Edwards wird das Ganze übernehmen. David Koepp wird das Drehbuch schreiben und sogar Steven Spielberg wird hier irgendwo seine Finger mit drin haben. Und obwohl wir uns davor alles schön geredet haben, war das der Moment, wo wir uns gedacht haben, pff, hui, das war knapp. Jurassic World Rebirth steht also unter einem sehr guten Zeichen aktuell, das will ich damit nur sagen. Ebenfalls haben sämtliche Leaks, die bisher eingetroffen sind, die auch am Anfang für so ein bisschen Skepsis gesorgt haben, uns jetzt gezeigt, dass die ganze Nummer doch im Jurassic-Universum stattfinden kann und dass sich das ganze Szenario doch relativ organisch einfügen kann. Ich meine, die Nummer mit der Viruspandemie, da haben wir uns irgendwie auch gedacht, okay, wo kommt das jetzt auf einmal her? Das haben wir jetzt ja inzwischen besprochen, bereits in mehreren Videos. Ich habe dir mal eins dazu da oben verlinkt, das kannst du gerne mal nachholen. Da erkläre ich dir, wo die Idee dieses Virus wirklich herkommt. Und da muss man sagen, okay, macht total Sinn. Ebenfalls auch der Plot mit der Familie, die auf der Insel strandeten. Wir haben uns auch gedacht, ja, aber die einen erzählen jetzt was von irgendeiner Gruppe, die DNS besorgen soll. Die anderen Leaks erzählen jetzt etwas von einer Familie, die aus Zufall auf dieser Insel strandet. Ja, inzwischen wissen wir, beides passiert eben einfach und beides gehört irgendwie mit zusammen. Ebenfalls gab es damals einen Leak und auf den stützen wir uns sehr häufig, denn der ist bisher immer noch nicht bestätigt worden als, nochmal, einziger Leak dieser Person, bei dem wir nun immer noch keine Informationen haben, ob sich das Ganze wirklich um den Spinosaurus handelt. Denn wir wissen, dass eine Gruppe, also eine Familie, mit einem Schiff irgendwie eine illegale
Bootstour rund um eine neue geheimnisvolle Insel machen wird. Dabei passiert ein Vorfall. Laut dem Leak ein Vorfall mit einem Spinosaurus und das Schiff kentert. So gerät dann die Familie eben auf die Insel. Neue Leaks verraten uns jetzt allerdings, dass der Vorfall mit der Familie und das Unglück mit unserer Gruppe, die eigentlich ein Medikament holen will, dass das irgendwie miteinander zusammengehört. Da gibt es wohl irgendwie eine Verbindung. Möglicherweise fahren die beiden Schiffe gegeneinander und dann landen sie auf der Insel, aber auf jeden Fall wird das relativ zeitnah passieren. Der Leak hat damals auch noch davon gesprochen, dass wir während dieses Unglücks mit dem Schiff, damals war nur von der Einzahl gesprochen, ein Kampf zwischen einem Spinosaurus und einem T-Rex passiert, der irgendwie bei der Rundfahrt um die Insel beobachtet werden sollte. Dann sehen wir noch, wie der T-Rex diesmal den Spino umbringt und die fahren einfach weiter und das war es dann mit der Szene gewesen. Auch da haben wir uns schon drüber unterhalten, dass ich mir da auch gedacht habe, das wäre irgendwie ganz plumper Fanservice, wenn das einfach nur so nebenbei passiert, so als würde die Familie kurz noch mit so einem Fernglas damit zugucken und wie bei dem Spiel Pokémon Snap fährt das ganze Ding einfach weiter und die Saurier kämpfen da miteinander. Jetzt allerdings haben wir hier so ein bisschen mehr Klarheit bekommen, was scheinbar in dieser Szene tatsächlich passiert. Und ich sage es noch einmal, das kann genauso stimmen, wie es eben nicht stimmen kann, denn wir haben noch nichts davon gesehen, dass irgendwas davon passiert, außer eben die Schiffe. Wir haben schon beide Schiffe gesehen, einmal das Segelschiff, einmal so ein Militärfrachter. Das haben wir beide schon auf Malta gesehen, diese Szenen wurden gedreht, aber von einem Spinosaurus oder von einem T-Rex, da können wir jetzt eben nur erahnen. Deswegen nehmt das hier einfach mal mit Bedacht auf und macht euch danach eure Meinung, was ihr davon halten würdet, wenn die Szene wirklich so passiert, wie ich es euch jetzt erkläre, wie das Ganze angeblich geleakt wurde und schreibt mir am Ende eure Meinung dazu in die Kommentare. Denn scheinbar soll das Ganze wirklich so ablaufen, dass die Familie zu Beginn erst einmal eine Rundreise um die gesamte Insel macht, also eine Rundfahrt mit einem Boot. Auf einem der Setbilder konnten wir bereits ein Segelboot erblicken, scheinbar wird es dieses Segelboot auch sein, denn wir können später auf den Setbildern sehen, dass das Segelboot nicht mehr aufrecht fährt, sondern einmal komplett umgedreht wurde, das heißt, damit muss irgendetwas passieren. Und der Leak erklärt uns das Ganze wie folgt. Dass die Insel, ähnlich wie auch die Isla Sorna, deswegen erneut die Theorie, ob das vielleicht die Isla Sorna ist, einen bestimmten Radius umspannt hat. Dieser Radius darf eigentlich weder von Flugzeugen noch von Booten noch von Schiffen durchbrochen werden. Das sehen wir auch in Jurassic Park 3 sogar zweimal, wenn dann hier die Küstenwache sagt, hier bitte wieder umdrehen. Und sowohl das Flugzeug fliegt einmal weiter, weil Nash sich denkt, ne, ich mach einfach das Funkgerät aus und dann passt das alles schon. Und auch zu Beginn von Jurassic Park 3, wo man sieht, wie dieses kleine Boot in den Nebel reinfährt. Auch da hört man ganz kurz am Anfang einen Spruch von der Küstenwache. Das heißt, dieses Gebiet ist wirklich abgeriegelt. Und auch das soll bei dieser Insel jetzt hier wieder der Fall sein. Allerdings entscheidet man sich dadurch, diese Bootstour, die scheinbar gar nicht illegal ist, erst jetzt zu einer illegalen Bootstour zu machen, weil die Familie die Bootsführer dafür bezahlt, näher an die Insel ranzugehen. Sie wollen Dinosaurier sehen und bei der Rundfahrt außerhalb ist das scheinbar zu weit weg, man erblickt eben keine Dinosaurier. Aus diesem Grund fährt das Schiff dann tatsächlich sehr nah an die Insel ran und gelangt sogar in seichtes Gewässer. Weitergeschrieben wird jetzt, dass als nächstes ein Dinosaurier auftauchen soll. Hier ist nicht beschrieben welcher, der sich dem Boot allerdings gefährlich nähert. Als dieses Boot dann aber versucht, vom seichten Wasser wieder zurück in tieferes Gewässer zu gelangen, um eben weiter weg von dem Dinosaurier zu kommen, kommt plötzlich ein zweiterer Dinosaurier aus dem Wasser heraus und ein Kampf zwischen den beiden Dinosauriern beginnt, während das Boot so in der Mitte rumdümpelt und quasi in der Mitte des Geschehens ist. Das soll der Grund sein, warum dieses Boot dann ebenfalls auch kentert. So soll laut diesem Leak die Familie auf die Insel gelangen. Das heißt, in diesem Szenario hier ist jetzt erstmal noch keine Rede von Zora Bennett, also Scarlett Johansons Figur, und den anderen, die ja scheinbar mit einem etwas größeren Schiff dort anrücken. Was hier beschrieben wird, ist, dass die Familie tatsächlich scheinbar zuerst auf der Insel strandet, und zwar unabhängig von der anderen Gruppe. Jetzt werdet ihr vielleicht gemerkt haben, okay, Tobi, du hast jetzt hier nur von Dinosauriern gesprochen, aber nicht wirklich von T-Rex und Spinosaurus. Das ist vollkommen richtig. Der Leak erwähnt mit keinem Wort Spinosaurus oder T-Rex und geht hier nur auf zwei Dinosaurier ein. Allerdings ergänzt genau dieses Szenario hier den Leak, den wir damals schon gehört haben, in dem es eben hieß, ja, das Boot fährt um eine Insel herum, dann sieht man einen Spino und einen T-Rex und die kämpfen und dann tötet einer von denen den anderen. Das hier könnte jetzt die Szene sein, wie sie eben wirklich dargestellt ist. Erneut muss man hier aber auch aufpassen, weil ich mir auch denke, okay, jetzt ist hier wieder einmal nicht davon geschrieben, dass ein Saurier den anderen umbringt. Aber auch die ganze Nummer mit dem Spinosaurus macht hier sehr viel Sinn, denn wir erfahren ja, dass scheinbar ein Dinosaurier von Land kommt
und der andere aus dem Wasser. Und dann kämpfen die beiden. Das heißt, wenn ein Saurier aus dem Wasser kommt, wird es kaum ein Mosasaurus sein, der plötzlich Füße bekommen hat und wie so ein Dackel über den Strand läuft. Das würde einfach alles zum Spinosaurus und zum T-Rex passen. Allerdings beißt sich dieser Leak eben, wie gesagt, so ein bisschen mit dem, was wir davor geleakt bekommen haben, nämlich dass beide Schiffe, also das kleine Boot mit der Familie und das große Schiff mit Scarlett Johansson und Jonathan Bailey, dass die irgendwie gemeinsam kentern. Das stimmt vielleicht doch eben einfach nicht, aber vielleicht stimmt auch das, was ihr jetzt hier erfahren habt, nicht. Es bleibt also immer noch sehr spannend. Des Weiteren habe ich hier noch eine Frage an euch, und zwar, irgendwie haben wir alle das allererste Bild vergessen, das wir jemals von Jurassic World Rebirth offiziell geleakt bekommen haben, und zwar das hier. Auf dem Bild können wir einen Helikopter sehen. Da haben wir darüber jemals gesprochen, wie der eigentlich auf die Insel gekommen ist? Ich meine, theoretisch müsste doch damit auch irgendetwas passieren, warum der auf der Insel abstürzt. Das bleibt vielleicht aber einfach nochmal Thema für ein anderes Video. Jetzt bist auf jeden Fall erstmal du gefragt. Bist du der Meinung, das macht Sinn? Kannst du meinem Gedankengang dabei folgen, dass du auch sagst, okay, es ist schon auffällig, dass die Szene jetzt hier sich wirklich so anfühlt, als wäre es der erste Leak nur nochmal so richtig aufgearbeitet worden? Glaubst du, das Ganze wird so passieren, oder bist du der Meinung, das ganze Internet ist gerade so voller Leaks und Gerüchte, das ist sehr schwierig jetzt irgendwie einzuschätzen? Schreibt mir alle deine Gedanken dazu in die Kommentare unten rein. In diesem Sinne, ihr Lieben, bin ich raus mit dem Video für heute. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.